Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. It's Rumble Time again. So, jo Leute. Wir kämpfen jetzt eben gerade hier gegen Ember Lotus. Und so wie das aussieht, gewinnen wir dieses Match. Sind noch 42 Minuten zu spielen. Wir schauen mal ganz kurz auf den aktuellen Zwischenstand. Wie viele Leute haben bei denen gekämpft? Wie viele Leute bei uns? 46 haben da schon gekämpft. Also da kann jeder dann sehen, bei 46 Leuten, da passiert jetzt nicht mehr wirklich viel. Hier haben wir 44 aktuell. Also das geht rein rechnerisch nicht mehr, dass sie das noch rumreißen können. Das heißt, das Match haben wir auf jeden Fall gewonnen. Selbst wenn die jetzt noch mit 50 Leuten da anmarschiert kämen, ist das Ding durch. Deswegen kann ich das Match auch jetzt schon machen. Alter! Ein 15er Peter, was hat der denn überhaupt? Anfeuer, Leben 5. Dann egal. Ja, da komme ich halt mal mit meinem Bänder. Und das sind dann halt solche Sachen, die ich dann einfach nicht verstehe. Ne? Ich meine, wenn ich das jetzt hier sehe, okay, aber jetzt ist das Ding durch. Ja, das ist doch sehr überraschend, oder etwa nicht? Bin ich da jetzt der Einzige, der jetzt da so ein klein wenig überrascht ist, wenn da jemand mit der 20er-Karte rauskommt? Und jetzt kommt da noch ein Stewie. Also, das ist das, was ich immer sage. Jungs, macht da nicht solche Billig-Low-Level-Karten rein. Das lohnt sich nicht. Mir mal kurz eben gerade die Nase geputzt. So, jetzt bin ich wieder da. Also, weiter geht's. Bin ja noch ein bisschen, aber ich bin schon auf dem Weg der Besserung. Habt ihr ja so wahrscheinlich die letzten Tage bekommen, dass ich so ein klein wenig gekränkelt habe mal wieder. Geht ja im Moment im alle paar Wochen Turnus. So, und jetzt holen wir uns erstmal über 40k gegen Ember Lotus, also irgendeine Lotus-Tochtergilde. So. Jo, Apokalypse Pitbull. Apokalypse Pitbull, das ist. Ja, hier werde ich wahrscheinlich jetzt den Klar. Ich vermute mal, dass ich am besten mit der Peggy jetzt fahre. Und das habe ich auch schon richtig vermutet. Das sind nämlich 37. Ja gut, aber ich da im Moment, der hat hier einen, der hat ein Schild, ein Dreierschild. Das wird leider nicht ganz reichen. Das wird leider nicht ganz reichen. Deswegen werde ich jetzt als allererstes erstmal die Lila neben dran spielen. Dann gucken wir mal, was beim Henkel rauskommt. Und so wie wir das sehen können, kommt da jetzt nicht mehr viel raus. Jetzt kann ich ganz normal den Turing Fork dann spielen. Ja, jetzt ist eben die Frage, was machen wir? Irgendwie möchte ich noch versuchen, ihr Leben wieder zurückzubekommen. Das mache ich am besten über die Cuts. Wird ein bisschen schwierig jetzt gerade. Also eine glatte 100 wird es auf jeden Fall nicht mehr werden. Definitiv nicht. 95, 5 Punkte liegen lassen. Naja. Okay. So. Dann sind wir wahrscheinlich relativ schnell jetzt über die 40k dann drüber gewandert. Müssen wir mal schauen. So. Tofu-Bot. Jetzt habe ich natürlich nicht viel Auswahl, ne? Ich kann jetzt hier. Ja, schauen wir mal. Also. Electric Love wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich mir da wünschen würde.
Das eigentlich auch nicht. Komm, wir machen einfach mal den Two Butt Goat jetzt hier und dann ist von dem Roger eh gleich nicht mehr viel übrig. Lass mal überlegen, was machen wir hier? Komm, wir fangen jetzt erst einmal hier mit der Furzschule für Hochbegabten an. Und dann, das war natürlich jetzt noch besser. So ist es natürlich optimal. So, jetzt kann ich mir immer noch überlegen, was ich als nächstes mache. Jetzt machen wir hier als allererstes, spielen wir jetzt mal hier das K-Pop-Video. So, jetzt, wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt auch schon wieder mit dabei. Also es wird jetzt keine glatte 100 werden, aber hier vorne Two Butt Goat und der Baum sind zumindest schon mal geheilt. 98. Und das war ganz, ganz wichtig, um überhaupt knapp an die 100 rankommen zu können. Eigentlich ganz gut gelaufen. Schauen wir mal. So. Pepster von Amber Lotus. Ja, da kommen wir gleich mal mit der Tina. Och, das ist auch wieder, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Guck mal, da mache ich mit meinen 44 Schaden, mache ich da gleich alles platt. Super geil. Brauche ich mir gar keinen Kopf mehr zu machen. Das Ding ist gelaufen. Da kann ich hier auch nochmal die Nun Peggy. I pray for you, Babster. I pray for you. Eine glatte 100. Yeah, man! Yeah! Wah, wah. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal, wer ist der Nächste? Der Nächste, dieselbe Dame. So, und. Wer ist es? Puhbär! Oh, da habe ich aber schon fast ein schlechtes Gewissen beim Puhbär. So. Oh. Ich ahne etwas. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Der Puhbär ist jetzt aber. Alter. Hat er auch irgendwelche Karten, die nicht in irgendeiner Form. Also. Mal nur Mythics, oder Alter, selbst der Bender auf Level 4. Was geht denn hier ab? Was ist denn mit dem los? Alter. Puber. Nein, was mache ich denn? Ich bin so doof. Ich hätte jetzt eigentlich. Naja, ist egal. Ja, 93. Es wäre aber auch dreist gewesen, jetzt gegen den 100 rauszuholen. Aber hätte ich schaffen können. Scheiße. Ja, zur Erklärung, wenn ich die Tina jetzt auf die Furzschule für Hochbegabte gesetzt hätte, dann wäre der Baum bei rausgekommen und ich glaube, dass der sogar noch hätte heilen können und dann wäre das Thema auch durch gewesen. Aber gut, egal. Hauptsache, ich hab's gewonnen. Bin ja schon ein bisschen erschrocken, wenn einer mit so krassen Mythics da ankommt und alles schon gelevelt und was ist denn hier los, ey? So geht das nicht. So, Stuffing Academy. Habe ich zwei Möglichkeiten. So wie es aussieht, werde ich mich. Ja, jetzt haben wir natürlich hier, müssen wir natürlich aufpassen. Wir haben hier oben dreifach Schild, das heißt, und noch da oben dreifach Bodyguard. Das bedeutet, wir sind hier nicht bei. Ah, ein Schild, dann Musik haben wir ja auch noch. 20%. Das heißt, achtfach. 11-fach, 14-fach, das heißt, ich bin bei 53. Ja, das schaffe ich nicht. 53 schaffe ich nicht, dann fangen wir eben mit dem Biegeschulabschluss an. Und dann nehmen wir den jetzt mal ganz genüsslich auseinander. So, jetzt ist er nämlich gleich weg. Dann spiele ich jetzt den Baum zum Heilen noch mit hinzu. Und ja, jetzt ist es eigentlich fast wurscht. So, weil jetzt kommt mein Biegeschulabschluss durch.
Jetzt kannst du den Home Ec Teacher spielen. Ja, und wie man sieht, Tia Williams, This Wars von Amber Lotus. Ja, muss man halt auf alles achten. In irgendeiner Form. So, und damit haben wir die 40k schon mal geknackt. Ich bin mir sicher, absolut sicher, dass wir wieder auf 42k insgesamt kommen werden in irgendeiner Form. Das haben wir so in den letzten guten Matches auf jeden Fall immer geschafft. Bill Bradley. Bill Bradley. So, und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten bekommen. Wir fangen an mit der Tina. Fertig. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das reicht. Das sind 39. Wobei er hat hier auch wieder ein Dreierschild. Wir sind bei dem Dreierschild 39. 39, Dreierschild sind 42. Und hier hätte ich 41, verdammt. Dann machen wir es jetzt erstmal anders. Nee, komm, wir pushen den gleich runter. Wir pushen den gleich runter, dann gerade auch gleich. Ach, ich habe ja noch den Stoß. Seht ihr, das habe ich jetzt zum Beispiel komplett übersehen. Ich habe ja noch den Stoß. Und dadurch kam ich ja durch die Mauer durch. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Mal an. So, das heißt, gegen Bill Bradley wird es auch wieder eine glatte 100 werden. Und das ist eine gute Runde. 100. Habe ich jetzt noch nicht so viel liegen lassen, insgesamt gesehen. Noch drei Matches. Ich hoffe, dass es dabei bleibt. Ja. MSJ Long. So, und jetzt haben wir natürlich auch wieder diverse Möglichkeiten. Wir haben 46, hier hätten wir sogar 47. Ich fange jetzt erstmal mit Peter an. Ja, und das ist ja eigentlich schon fast scheißegal, was ich spiele. Es ist aber nicht scheißegal, weil ich werde hier mit dem Chicken Fight, seht ihr, und jetzt habe ich mal nicht aufgepasst, aber es wird jetzt nicht so viel ausmachen, weil ich habe hier 44. Ja, er wird jetzt noch einmal richtig schön reinhauen können. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unbedingt haben wollte. So. Ich muss jetzt als allererstes mal die Louise spielen. Um überhaupt erstmal ins Match reinzukommen. Das hilft mir jetzt allerdings tatsächlich nicht wirklich weiter, ne? Der hat 23-fach Blutsauger da oben. Alter, der macht mir richtig viel Damage jetzt, ne? Der macht mir jetzt richtig viel Damage. Und ich befürchte, dass das jetzt ein schnelles Ende finden wird für mich. Das Problem ist, ich weiß aktuell nicht wirklich, was ich dagegen jetzt tun kann oder tun sollte. Ja, und das Match ist jetzt für mich gelaufen. Und das ist, weil ich mich am Anfang verkalkuliert habe. Ich habe jetzt in der Situation nicht dran gedacht, dass es Musical ist. Ich hätte tatsächlich anders spielen müssen. Ja. Da ist es weg, das Match. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wie ihr seht, zu später Stunde passiert sowas auch mir. Der Whale Feeder 12.
So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier machen. Spätestens als erstes mal die Furzschule für Hochbegabte. Das ist schon mal das Erste. Dann als nächstes mache ich die Lila neben dran. Übe mal ein bisschen Druck aus. So, jetzt haben wir diverse Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier einfach mal, weil ich auch alles runterkripple bei dem, habe ich den dann auch gleich. So, und jetzt muss ich natürlich anders spielen. Jetzt muss ich leider Gottes aus meiner Lila eine Drunken Lila machen, damit ich die nicht auch noch verliere. Und jetzt bin ich im Match. Ja, ist jemand, der hat hier jetzt gnadenlos nur Musikkarten reingenommen. Der Whale Feeder. So, was haben wir denn? 89 sind nur bei rausgekommen. Critical, critical, critical. Da baut er ab, der gleich. Da baut er ab. Letztes Match. Gegen den German. Ja, und jetzt ist es ja eigentlich ganz einfach. Und er hat ja auch nur 64 Leben. Und dann kommt er mit einer Peggy noch. Ja. Und noch mit dem Stan. Uiche. Komm, das skippe ich jetzt einfach weg, weil da passiert nichts mehr. Die Schmach. German. Eine glatte 100. Peggy und Stan in Epic. Ja, das ist vielleicht nie so eine gute Wahl. So, dann sind wir hier auch schon durch. 40.327. Jetzt gucken wir uns mal die aktuellen Ergebnisse an. Bei denen, wie gesagt, müssten es jetzt, ich vermute, jetzt nehmen wir noch 46. So, jetzt gucken wir bei uns mal rein. Cuddly, natürlich wieder mit einer sensationellen 1000. Ein Perfect Match. Congrats, Cuddly. Bounty 989, Stipigolada 99, ah, 984, Amir Palang 89, Burgerboy 89, Chris 977, Brian XD 974, Homer J 988, Michael 966. Spider, ich ahne Übles, ich habe jetzt Platzierung eingebüßt, insgesamt gesehen. Spider 965, Junkhead 961, Robert 960, Nutty Nate 958, Sonja 958, Heatfishwood 955, Alten, Manu Baya 952, Abdem 941, Jesse 939, Apokalyptica 939, Der Pate 936, Gecko Moria 923, Teklis 917, Kings 917. 24 Leute über 900. So. Und irgendwo da unten abgeschlagen, kommt dann nicht. Top das. 899, Manuel K., Mimo, The King, Dietronic, Gamer Guy, Strommi, Brownie, Tularis, Exame, Krankus, Enska, Il Guru, ASDFGH, Henny 82, wir sind es an 883, ne, so wie es aussieht, da bin ich wenigstens irgendwo da oben bei Dietronic. Ja, da bin ich in guter Gesellschaft. Ulrike K., Dennis, Thomas Cookie, Alessio und Sean G. Bis jetzt. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir dem Guy. Ich hab rein, macht's gut, bis dann und tschüss.